Mit einem öffentlichen Auftritt von Queen Elisabeth II. Sind die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Königin zu Ende gegangen. Die Monarchin zeigte sich am Sonntagnachmittag noch einmal auf dem Balkon des Buckingham Palasts und winkte hunderttausenden begeisterten Menschen zu. Zuvor hatten Mitglieder der königlichen Familie vor dem Palast eine bunte Parade verfolgt. Angeführt wurde die Jubilee Pageant genannte Schau von der goldenen Staatskutsche, die zuletzt vor 20 Jahren unterwegs war, samt Hologramm der Queen darin. Prinz Edward, der Earl of Wessex und jüngster Sohn der Queen, schaute bei den Ständen vorbei, die vor Windsor Castle die Straße säumten. Im Londoner Cricketstadion The Oval nahmen Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Herzogin Camilla an einem Jubilee-Lunch teil.